Und hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Mass Effect 2 mit Duster, der gerade eben, wo wir verdammt nochmal angefangen haben, wieder aufzunehmen, wieder Besuch bekommen hat. Ich hab's drauf. Ja. Alter Schwede. So, und irgendwie, was denn, Shepard ist irgendwie fett geworden. Absicht. Oh doch, steht fett er nur hinter Grunt. Ja. Also, das haben wir jetzt endlich fertig. Jetzt können wir ja wieder rein und die Alte auslachen, weil sie Lebensangst hat. Hey, ja. Hey, wir kennen ärgert ja, haben sie. Aber vorher kennt man ja beim Bitten aber so richtig nachfühlen, ne? Auf den Zahn fühlen, das wäre ja nicht schlecht. Danke, dass Sie die Bedrohung durch die Eclipse beendet haben, Erdenclan. Es wird Monate dauern, bis Sie Ihre Organisation wieder aufgebaut haben. Außerdem, nur so aus Neugier, als Sie da rumgestöbert haben, sind Ihnen da vielleicht Transportpapiere in die Hände gefallen, die mir gehören? Du weißt, wie du dich entscheiden musst. Warte mal, Duster. Wir sind ja freundlich und wollen sie ihm ja zurückgeben. Ich behalte sie fürs erste, Wule. Ach, Mensch. Wule. Ja, aber ich will Geld dafür sehen. Man weiß ja, nie, nein. So etwas mal brauchen kann. Vielleicht ändern Sie Ihre Meinung, Erdenclan, wenn ich Ihnen sage, dass die Rückgabe der Papiere sich für Sie Sixth, lohnen Sixth würde. Lohnen? Sixth lohnen? Ja, Wule, aber darum geht's nicht. Ach, leck mir doch mal Arsch. Es geht um die positive Eigenschaften, die wir hier aufbauen bei Mass Effect 2. Also Ihren Arsch. Korrekt. Da mal. Ja, dann reden wir mal mit dem Detective, ne? Wenn Sie etwas haben, das die Justikarin zur Abreise veranlassen könnte, zeigen Sie es ihr. Bitte sehr. Ich habe den Namen des Schiffes. Ihr Flüchtling ist vorgestern an Bord der AML Demeter von hier weggeflogen. Demeter. Shepard, Sie beeindrucken. Toller Name. Sie haben Ihren Teil der Abreise gehalten. Also werde ich meinen auch erfüllen. Ich bin bereit, sofort abzureisen. Würde das Ihre Vorgesetzten zufriedenstellen, Detective? Sie können jederzeit gehen, Justikarin. Es war eine Ehre, Sie auf meinem Revier zu haben. Und ich bin dankbar, dass Sie mich am Leben gelassen haben. Die Alte hat echt einen Scheißjob. Ja, Adat Gapsi. Hä? Die Adat Gapsi. In Wahrheit sind Sie hinter ihr her, stimmt's? Sie erstaunen mich immer wieder. Ja, ich habe die Spur der Adat Gapsi verfolgt. Sie ist eine gefährliche Verbrecherin und ich werde sie ihrer Scheiße, dann habe ich ja die Missionszusammenfassung diesmal gar nicht gelesen, oder? Da kommt es erst noch. Nee, es kommt erst. Sie sind doch nicht vom Planeten weg. Stimmt, ne? Die Normandy liegt in der Nähe der Haupthandelsebene. Ich muss gleich was zu lachen. Ich muss auf sie eingeschworen werden, damit ich nicht länger als dieses Einschweren ist ja lustig. Und dem Kodex zu entscheiden. Oh Mann. Naja, du hast was zu feiern. Dann ist es klar. Muss erst mal ihren Spruch da aufsagen. Beim Kodex. Ich werde Ihnen dienen, Shepard. Ihre Entscheidungen sind meine Entscheidungen. Ihre Moral ist meine Moral. Ihre Wünsche sind mein Kodex. Robert, wenn ich dann fertig bin. Ja, nur so nebenbei gesagt. Du kennst doch noch den Olli, oder Wule? Ja. Der wurde damals bei dem Let's Play auch mal zugesehen hat. Nochmal. Der wurde uns damals bei dem bei auch einem Masse. Ach so, ja, weiß ich ja. Ja. Da, es ist mir eine Ehre los. Ach, yes, ja. Naja, und Robert ist der Bruder von Olli. Ah. Das erste Mal, das ja. Robert, wir spielen dann einfach mal online Halo 4, okay? Gegen andere. So, Gespräch mit Anja? Nee. Ja, also, ja. Dann los. So, das der? Oh, boah, das war viel zu. Oh, nee! Mann! Dann zuschieben. Also bitte, du schaffst es. Samara, früher aus Team rekrutiert. Wahnsinn. Hammer. Ja, bei der ganzen Perma, bei der Billigaktion. Schlappe 48.000 Credits verdient. Ja, das ist praktisch.
Jetzt müssen wir aber auf der gleichen Raumstation müssen wir den Thane auch noch rekrutieren. Wen wollen wir denn jetzt eigentlich rekrutieren? Ja, den Thane. Thane Kryos, ja. Endlich, den hätte man eigentlich schon viel früher rekrutieren müssen. Ah, jetzt hätte wieder auf den gelabert. Wir haben ihr Profil ausführlich studiert. Ich glaube, der hat was anderes studiert und mit ihr Profil. Sie mit Sicherheit eine großartige Ergänzung unseres Teams sein. Danke. Von einer Organisation wie der Ihren ist es. Schweig still, verflucht! Schweiget still, unwürdiges Wesen. Ich habe sie schon in Aktion gesehen. Sie sind beträchtlich. Wir wissen noch immer nicht, was uns beim direkten Kontakt mit den Kollektoren erwartet. Ich werde auf alles vorbereitet sein, um euch zu treffen. Ach ja, das darf man ja nicht mehr sagen, ne? Nee. Das wird nicht inkorrekt. Sagen wir es, dunkelpigmentierte. Genau. Ich muss nun über die Ereignisse mehr pigmentiert. Mehr pigmentiert. Ey, weißt du, was Hitler eigentlich für eine Arbeit hätte im Mass Effect 2 Universum? Er totally überfordert. Ja, schon. Ja. Der wird nämlich die ganze Zeit bei Azari blau sehen. Und dann erst mal abrocken. Wahrscheinlich. Ja, super. Das ist echt super, dass wir wieder auf der Normandy sind. Ach ja, da kann ich Upgrades machen. Ja. Biotischer Schaden. Locker. Dinger weg! Ja, biotischer Wirkungs. Kannst du ja gucken, so ein bisschen. Schauen wir mal, was gibt's da? Waffen-Upgrades. Mehr Damage. Ja? Will nicht. Prototypen. So wissen wir immer noch, okay. Und Kelly? Halt die Schnauze, Kelly. Sie haben auf ihrem privaten Terminal eine neue Schnauze! So, ungelesene Nachricht, was haben wir denn? Vielen Dank für die Hilfe. Prinhem, bla bla bla, auf Ilium, bla bla bla, bla bla bla. Whatever. Next, eine wichtige Bitte. Sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau. Hä? Citadel habe ich das Privileg, wenn es uns dran für Menge proteanischer Technologie zu ersuchen und sie auf Eilos gefunden wurde. Mhm. Aha. Eilos gibt's wohl was Interessantes. Einfach ignorieren. Ignorieren. Sollen wir nochmal. Kennt man ja nochmal mit der Samara quatschen, oder? Jetzt, wo wir sie rekrutiert haben, oder. Machen wir es nachher, nachdem wir Thane noch rekrutiert haben. Ja, hast du es endlich. Ja. Grad. So, wieder nach Ilium. Super. Auf Ilium werden wir länger beschäftigt sein, weil da müssen wir noch Miranda helfen und den Attentäter rekrutieren. Zum Kotzen. Aber du hilfst doch Miranda gar nicht. Du willst doch, dass sie stirbt, oder ne? Ja, aber... Wir sollen ja auf gut spielen, also halt die Fresse. Wenn's doch mir ginge, schon, aber... Da hat ja das Duesterle wieder was dagegen, ne? Ja, Miranda sieht gut aus. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Die schaut gut aus. Nein, Miranda sieht gut aus. Die schaut gut aus. Die schaut gut aus. Die schaut... Nee, warte. Wenn du jetzt sagst, Jax sieht gut aus, ne, dann, Naja. Nee, echt nicht. Doch, 3 Kilo Make-up, das macht Unterschiede. Bloß weil sie halbnackt rumrennen, ist er dein Favorit. Gib's zu. Absolut. So. Sie mit und... Hey, Miranda! Ich bin gespannt, ob wir die nämlich zusammenkriegen, wenn wir sie bei ihrer Mission quasi meinst, zusammen mitnehmen. Es funktioniert, man kann Miranda und Jack verkuppeln. Ernsthaft? Mhm. Wann? Meinen Quellen zufolge waren sie kürzlich in einem Lagerhaus. Ja. Haben sie vielleicht zufällig einem Mr. Thax fragwürdige Transportpapiere zukommen lassen? Jochaber. Sie sahen verdächtig aus, also habe ich sie weitergeleitet. Ich vertrete Mr. Thax. Er ist Ihnen sehr dankbar. What the fuck, was hast du getan? Gar nichts. Dafür an, dass Sie ihn auf die Unregelmäßigkeiten aufmerksam gemacht haben. Okay. Wer ist dieser Thax? Ich weiß nicht. Wir waren irgendwo in einem Lagerhaus und da haben wir doch irgendwas mit Papiere gemacht. Ich vermute, das ist eh die Mission von vorher. Da war doch in dem Lagerhaus von Ihnen, haben wir doch die Papiere genommen vom Schiff. Stimmt. Thax gehört wohl der ganze Scheiß. Suche nach Spediteurin? Ich helfe gern. Was wird Thax tun? Was geschieht jetzt mit der Spediteurin, die Thax hintergangen hat? Das kommt darauf an, wie ernst du Entschuldigung ist. Normal angezogener Kugane. Na gut.
Ich höre dich gerne. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Setz dich hin und gib auf Bier. Ich finde kaum Informationen über Thane Creel. Setz dich hin und halte die Luft an. Was? Warte mal, warum vor allem 5 Abtrünnige? Was hat man jetzt wieder aufgeführt? Moment, war dieser. Keine Ahnung. Okay, super. Du schaffst sowieso immer abtrünnige Punkte zu bekommen. Und wenn jetzt mal noch mehr Sachen kriegt, die wir machen sollen. Wir sollen auch ins Eternity eine. Also gehen wir erst ins Eternity, schauen wir mal. Oder gehen wir erst zur Liara. Gehen wir mal zur Liara und schauen, was die von uns will. Kinders, was macht ihr? Er fragt mich gerade, wer wischt eigentlich die ganzen Flure da? Das ist eine wichtige Frage. Das stimmt eigentlich. Sieht alles sauber aus und so. Und wer wischt denn da bitte? So, Liara's Terminal benutzen. Thane Creos, sehr schön. Aktuell ist das Intel, World of Ilium. Du vergisst, das ist Mass Effect, da gibt's keine Olga mehr. Gibt's Olga? Irgendwelche. Naja, Olga, Olga aus. Was hast du gesagt? Kroganien? Was soll denn das? Was? Klär mir auf. Ich meine, gerade die Kroganer haben sehr viel Ähnlichkeit mit den Putzkräften aus Tschechien und Polen. Du meinst diese merkwürdigen Hammerwerferinnen? Ja. Ah. Gut, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen auch. Ja. Das heißt eine Kroganien, was du meinst? Das heißt Tuchanka. Ich will ja nichts sagen, gell, aber mit Jack und Miranda in den Club gehen. Da rockst du die Bude, Alter. So, irgendwo da. Da. Mit der Alten müssen wir reden. Miss Larson, es freut mich, dass Sie es geschafft haben. Es gab Machen wir halt mal die Quest von da. Was ist passiert? Miranda. Ist mit Oriana alles in Ordnung? Es geht ihr gut, aber Sie haben einen Mann namens Niketta als vertrauenswürdige Quelle angegeben. Dafür haben Sie Roboter, Herr Robert. Und davor gewarnt, dass Ihr Vater Eclipse-Söldner losgeschickt zum Putzen hat. Putzen haben Sie Roboter. Er hat angedeutet, dass die Söldner nach Ihnen persönlich Ausschau halten würden. Ist doch logisch. Deswegen hat er vorgeschlagen, Orianas Familie selbst zum Terminal zu bringen. Okay. Was sollen wir machen? Es ist Ihre Schwester, Miranda. Wie wollen Sie verfahren? Shepard und ich nehmen den Wagen und ziehen Ihre Aufmerksamkeit den auf uns. Den Wagen? Nikette soll die Familie zum Wir haben ein Auto. Diskutieren. Stimmt, das was so fliegen kann und schießen. Ja. Haben Verstanden, Miss Larson. Der Plan lautet also, dass Eclipse uns abschießt, während Ihre Schwester in Sicherheit gebracht wird. Jo, der Plan ist gut. Eclipse hat bestimmt Befehl, meine Schwester Leben beizubringen. Sie werden nichts riskieren, das uns töten könnte. Okay. Gehen wir. Hopp. Bereit, wenn Sie es sind, Miranda. Dann wollen wir mal. Danke, Shepard. Gib's doch zu, ich weiß, im Grunde deines Herzens magst du Miranda genauso. Ich habe mit Eclipse gerechnet, aber die noch weniger mit Ihnen. Hm. Das ist ja schön. Jetzt machen wir noch diese Spezialpartie für Miranda. Das will ich nicht. Du willst es. Ich will das nicht. Du willst es. Ich will das nicht. Ja, Miranda. Nein, es gibt keine kroganischen Putzkräfte. Doch, die putzen so nachhaltig, dass dann auch der ganze Planet weg ist. Das stimmt allerdings. Ja. Wenn Kroganer putzen, dann so, dass der Planet danach weg ist, Mann. Verdammt! Jäger der Eclipse-Söldner. Super. Sie laden Truppen in den Frachtzonen ab. Kannst du dir vorstellen, du gehst so, ich weiß nicht, im Büro, dann marschierst du die Putze rein, so ein riesiger Kroganer mit einem Wischmopp. La 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 la. Ja, sicher, klar. Oh je. Hast du Mass Effect überhaupt schon gespielt? Bringen Sie uns zu der Deckung wieder hin. Hast du doch gehört, dass das Mikro, weißt du das hin und wieder? Oh, Entschuldigung. Ja. Ja, es ist ein wenig zu tief. Zu Absicht. Tief. War absolute Absicht. Oh. Ich hab mich verletzt am Bein. Ach, das da. Was kannst du eigentlich? Ich hab's im Griff. Da fällt mir ein. Alles Gute nachträglich. Bitte. Naja, man sieht dich kaum. Noch nicht schießen, wissen Sie vermutlich, wer ja. Ich bin. Ja, es hieß, Sie wären in dem Wagen. Sie sind das Miststück, das die kleine Tochter von unserem Boss verschleppt hat. Verschleppt? Die Sache hier betrifft Sie nicht. Sie sollten Ihre Männer nehmen und gehen. Sie glauben wohl, Sie haben alles im Griff, was? Hm. Captain Enyala ist bereits dabei, sich die kleine Der zu Typ hat aber Duckface, hä? Sie weiß über Nikita Bescheid. Oh, er wird Ihnen nicht Der helfen. Hat zu viel Text geschluckt. Ja.
Ich gehöre zu mir. Schwester nicht. Aber wenn sie es drauf anlegen, geht das hier böse für sie aus. Captain Enyala hat befohlen, ihnen eine Chance zum Abzug zu geben. Aber während unserer Unterhaltung haben meine Männer Schussposition bezogen. Wenn ich Befehl gebe, bricht die Hölle über sie herein. Ich schlage also vor, dass sie friedlich abziehen. Hopp, los! Na rechts. Warte mal, hast du gerade bei Jack... Jack ist gut, der hat überhaupt keine Waffe in der Hand. Der ist aber cool gewesen jetzt. Auf mich würde ich... böse Punkte, die wir dafür bekommen, wohl die Frage. Wir haben zwei Vorbildschiffe bekommen für die ganze Aktion. Und kein Abbringen. Ja. So, jetzt will ich eigentlich nur mal, dass wir aus dem Kampf kommen, man kann ja nur speichern. Scheiße, Brandmunition. Hab ich gerade ganz schlecht verstanden, ey. Sagt, ich möchte jetzt speichern. Aus dem Kampf kommen, dass ich speichern kann. Genau. Denn. Wir sind ja schon wieder soweit. Echt? Schon wieder Teil rum? Na gut, Leute, bis zum nächsten Teil. Jo, ciao. Servus.